Hallihallo, ich begrüße dich herzlich in der Küche von Fein Fein Schmeckt's. Mein Name ist Joana und wir verwöhnen doch unsere Gäste mit einer leckeren Käseplatte. Ja, sowas kann man gerne auch mal im Nachgang servieren, nach einem tollen Abendessen, zum Beispiel jetzt im Sommer, wenn man dann draußen ein bisschen länger sitzt. Und sowas ist sehr, sehr schmackhaft und sehr vielfältig. Und es gibt so viele interessante Käsesorten. Und ich war für euch auch einkaufen und habe mich informiert. Und es gibt auch ein paar interessante Geschichten zu einigen von diesen Käsesorten. Und wenn es euch interessiert und wenn ihr so eine tolle Käseplatte auch mal euren Gästen servieren wollt, dann bleibt doch dran. Ich zeige es euch gleich nach einem kleinen Intro. Da bin ich wieder. Ups, mein Brot. Ja, da bin ich wieder. Und die Zutaten, die habe ich für euch, für unsere Käseplatte mal hier schon vorbereitet. Und zwar gibt es ganz viele leckere Sachen, die man da kombinieren kann. Und auch im Sommer abends oder so ist es immer sehr, sehr erfrischend. Man sollte halt auch viel Obst und frische Sachen mit dem Käse kombinieren, der ja auch oft sehr, sehr deftig ist. Und ich habe mir halt auch ein paar ganz besondere Käsesorten heute für euch einfallen lassen. Dazu erzähle ich euch dann auch gleich ein bisschen noch was. Und dann kann man das ganz hübsch anrichten und da freuen sich die Gäste. Und es macht auch nicht viel Arbeit und wir müssen auch mal nichts kochen. Nein, wir müssen einfach nur hübsch unsere Zutaten auf einer Platte anrichten oder auf einem Holzbrettchen. Das habe ich dann auch noch. Das macht immer sehr viel aus. Denn das Auge isst ja bekanntlich mit. Ja, wir brauchen heute auf jeden Fall für unsere Käseplatte zum Dazureichen nehme ich immer sehr gern ein Steinofenbaguette. Das gibt es natürlich beim Bäcker überall. Das sieht auch immer sehr knusprig und kross aus. Dann habe ich hier noch einmal ein bisschen von einer Zuckermelone, dann ein Granatapfel, Granatapfelkerne, ein paar Weintrauben. Weiße oder blaue, wie ihr möchtet. Das ist je nachdem, wie euer Geschmack ist. Kann auch beide Sorten sein. Ein bisschen Chicorée, eine Paprika. Dann habe ich hier auch Blümchen kann man essen. Wusstet ihr das? Ich habe hier mal auf die Kresse ein paar Blätter von einem fleißigen Lieschen gelegt. Und zwar habe ich das jetzt schon öfters mal gesehen, dass es in Salaten auch Blumen gibt. Die kann man nämlich essen. Und es gibt sehr, sehr viele Blumen, die man essen kann. Und da könnt ihr euch doch gern auch mal belesen. Das sieht auch ganz nett aus. In so einem grünen Salat, so ein Blümchen drin. Das ist einmal hier das fleißige Lieschen. Und das ist hier eine allgemeine Studentenblume, nennt man das. Und die kann man auch mit drauf drapieren. Das sieht immer sehr hübsch aus. Dann habe ich hier noch ein bisschen Feigensenf. Das ist hier heißt Tessiner Senf und den gibt es überall zu kaufen, im Supermarkt zum Beispiel. Den kann man immer schön zum Käse reichen, denn der ist schön scharf und süß in Kombination. Das schmeckt super gut und passt auch zu unserem Feigenkäse, denn da haben wir ja heute auch einen, den zeige ich euch gleich. Ja, dann habe ich hier noch ein bisschen scharfe Peperoni gefüllt mit Frischkäse aus dem Glas. Die kann man dann auch noch mit auf die Käseplatte dazu reichen. Ja, und dann habe ich hier, wie gesagt, ein paar Käsesorten für euch vorbereitet. Und zwar sehen wir hier diesen Mozzarella. Das ist ein geräucherter Mozzarella. Den kennt man auch aus Italien. Die Italiener mögen sowas immer sehr, sehr gern. Der wird hier zum Beispiel über Buchenholz geräuchert und erhält dann einen sehr rauchigen, angenehmen Geschmack und diese schöne goldgelbe Haut. Ja, dann habe ich hier auch noch einen Feigenkäse. Der Feigenkäse, der reift so circa 3 Monate und ist auch ein ganz interessanter Käse, weil der wird nämlich mit Bohrungen, wird dort mit Aprikosen-Senf-Soße, wird der versehen und reift dann auch und wird auch mit diesem Aprikosensenf bestrichen.
Und darum erhält er auch diesen süßlichen Geschmack. Und zum Schluss kommen dann oben drüber noch die getrockneten Feigen. Und so kann man ihn dann auch kaufen. Den müsst ihr auch mal unbedingt probieren. Es ist sehr, sehr lecker. Der Pecorino wird abgeleitet von dem Wort Pecora, denn es ist das Schaf. Denn der Pecorino ist aus Schafsmilch gemacht und er reift so circa 3 Monate. Dabei verbleiben so ungefähr 90% Molke. Und diese Molke wiederum wird verwendet, um Ricotta herzustellen. Dann habe ich hier noch einen Wildblütenkäse. Der hat an der Rinde Blüten und wilde Kräuter. Der reift ungefähr 3 Monate. Und diese Rinde, die da jetzt entsteht, die kann man auch essen. Und die verstärkt natürlich auch den Geschmack. Also da sieht man so einiges hier auch von Wald und Wiese, was man vielleicht kennt. Und das riecht man auch. Also wie gesagt, ja, es riecht richtig nach Heu, so ein bisschen, und nach Wiesen. Schade, dass es kein Geruchs-YouTube gibt, aber ihr müsst es mal probieren. Geht mal an die Käsetheke. Ich kann manchmal echt nicht sprechen. Geht mal an die Käsetheke und informiert euch mal, lasst euch mal ein bisschen was erzählen über den Käse, wo der herkommt. Und probiert auch mal gern und macht doch mal so eine Käseplatte. Ja, dann habe ich hier noch den Tiroler Bergkäse. Der ist aus dem Pitzgau. Und zwar muss der hier zum Beispiel 14 Wochen reifen und entsteht aus Alpentalmilch in Nord- und Osttirol. Die Rinder fressen übrigens dort nur Gras und Heu aus der Region. Die kriegen kein Silofutter und gar nichts. Und das macht eben auch diesen besonderen Geschmack von dem Käse. Ja, dann habe ich hier noch den Appenzeller. Das ist ein Hartkäse. Den gibt es schon seit dem Mittelalter. Also den stellen zum Beispiel in der Appenzeller Gegend in der Schweiz 52 Käsereien her. Und der wird dann in die ganze Welt verkauft. Also der ist ja auch sehr bekannt und sehr beliebt. Ja, und jetzt habe ich hier eben dann auch noch den interessantesten aller Käsesorten, finde ich, mit einer sehr witzigen Geschichte auch. Das ist der Roquefort. Der sogenannte Blauschimmelkäse, Edelschimmelpilzkäse oder auch als Höhlenkäse bekannt. Denn der findet die erste Erwähnung in Klosterbüchern schon um 1060. Ja, und der reift in Roquefort in dieser Gegend dort in Frankreich in Höhlen. Und dort entwickelt sich eben dieser Blauschimmel, diese Kultur von Edelschimmelpilz, auch ein Penicillin ist es eigentlich. Und die Entstehung oder wie der damals wohl nach einer Legende entstanden ist, dieser Käse, ist auch sehr interessant. Und zwar hatte wohl ein Hirte mal ein Stück Brot mit einem Käse drauf in so einer Höhle vergessen und kam dann nach ein paar Tagen wieder und wollte es holen, weil es ihm eingefallen ist. Und als er zurückkam, hatte sich eben durch dieses Brot und den Käse eine Schimmelschicht gebildet. Und naja, damals hat man halt nicht so viel zum Essen gehabt und wollte es nicht wegschmeißen und hat das halt probiert und gegessen und hat festgestellt, dass es toll schmeckt. Und so kam es dann dazu, dass man den Roquefort auch so herstellt. Denn für den Roquefort werden extra Roggenbrote gebacken. Und zwar sind die außen sehr trocken und innen sehr feucht. Und die werden auch dann so gelagert, dass sie schimmeln. Und diese Edelpilz-Schimmelkultur macht eben dieses extra aus, was diesen Roquefort dann entstehen lässt, weil damit wird er dann produziert. Und das finde ich ist eine tolle Geschichte und eine sehr interessante Geschichte. Ja, und jetzt haben wir dann soweit alles. Jetzt habt ihr sogar ein bisschen was über verschiedene Käsesorten gelernt. Und es ist ja auch mal ganz interessant, wenn man sich da ein bisschen informiert, dass man weiß, was man isst. Ist es aus Kuhmilch, aus Schafmilch? Wo kommt der her? Wo wird er gemacht? Und welche Kühe? Und sind die Kühe glücklich? Das hoffen wir natürlich immer. Aber nee, also es ist schon sehr, sehr schön. Ich mag Käseplatten auch sehr gern. Und im Sommer eignet sich das natürlich auch mal, wenn man Gäste hat oder abends mal ein bisschen länger zusammensitzt. So eine Käseplatte, da kommt man immer gut an. So, und wie man diese Käseplatte dann hübsch ansprechend anrichtet, das zeige ich euch jetzt dann gleich mit ein bisschen Musik. Ja, und wie man so eine Käseplatte etwas hübsch ansprechend anrichtet, das zeige ich euch jetzt gleich mit ein bisschen Musik und wünsche euch ganz viel Spaß.
Und so sieht unsere Käseplatte dann fertig angerichtet aus. Und ihr seht, was man aus so wenig Käse, verschiedene 5 Sorten würden reichen und ein bisschen Obst anrichten kann. Das ist doch sehr ansprechend. Sowas lässt sich auch immer schön servieren, so als Mitternachtssnack zum Beispiel, wenn ihr mal eine Feier habt oder lange Gäste habt. Und es schmeckt auch wirklich sehr, sehr gut. Müsst ihr unbedingt mal probieren. Und wie gesagt, geht ruhig mal im Supermarkt an die Käsetheke. Lasst euch mal beraten. Schaut einfach mal genauer hin, wo eure Käsesorten herkommen, und dann schmecken sie auch ganz anders, weil jeder Käse hat irgendwie eine Geschichte, und das finde ich auch sehr interessant. Ja, es hat mich sehr gefreut, dass ihr wieder dabei wart. Heute haben wir mal nichts gekocht, heute haben wir nur nett etwas angerichtet, aber das reicht ja auch mal, denn sowas braucht man auch immer irgendwann mal, wenn man Gäste hat und wenn man abends mal der Familie eine Kleinigkeit servieren möchte. Und jetzt auch im Sommer ist das was sehr Leichtes und es schmeckt super gut. Noch ein kleiner Tipp an alle zukünftigen Käsegenießer oder die, die es schon sind. Wichtig ist immer, dass man den Käse eine halbe Stunde, bevor man ihn genießen will, auch aus dem Kühlschrank nimmt. Denn wenn er Zimmertemperatur hat, dann schmeckt er viel, viel besser. So kalt kann er sein Aroma nicht vollkommen entfalten. Ich wünsche euch auf jeden Fall wieder eine schöne Woche. Ich habe mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr möchtet, sehen wir uns natürlich sehr gern jeden Sonntag um 20 Uhr zu einem neuen Rezept, wenn es wieder heißt: Herzlich willkommen in der Küche von Fein, Fein schmeckt's. Bis dahin, eine schöne Zeit, eure Joanna. Macht's gut! Und jetzt muss ich unbedingt mal diesen Rock vorprobieren, weil der ist wirklich lecker. Und dieser Schimmel da, ist schon interessant, oder? Das ist ja eigentlich Antibiotika. Ist bestimmt gesund. Everything.